Abgeordnete Magistra Aleph Koron, die Menschenrechtssprecherin der Grünen, kommt nach Belakovic-Jenewein ans Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Dass die Freiheitlichen es nicht aushalten, wenn Kritik am Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus ausgeübt wird, das kennen wir eigentlich zur Genüge. Ich würde gern eigentlich zum eigentlichen Thema, zur Bekämpfung des Terrorismus und des Extremismus zurückkommen. Und bis vor kurzem war diese Debatte eigentlich sehr niveauvoll im Hohen Haus, was mich sehr gefreut hat, dass wir über Fraktionsgrenzen hinweg versucht haben, die meisten Abgeordneten versucht haben, in einen konstruktiven Dialog einzutreten. Und ich begrüße ausdrücklich auch die Reden sowohl vom Herrn Bundesminister als auch von den Kollegen, Kolleginnen von den Regierungsfraktionen, die eingeladen haben zu einem gemeinsamen Nachdenken, damit wir gemeinsam effektive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und auch der Anwerbung in den Terrorismus finden. Das finde ich sehr begrüßenswert. Und ich hoffe, dass das auch der Beginn einer besseren Diskussionskultur und gemeinsamer Anstrengungen sein wird. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind alle schockiert angesichts der Bilder, die uns in den letzten Wochen erreicht haben. Wobei diese Bilder, wie wir alle inzwischen wissen, Teil einer bewussten PR-Strategie der Terrororganisation ist, um eben nicht nur in der Region Syrien und Irak, sondern auch in anderen Teilen der Welt, auch in Europa, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und es würde diese Terroristen von der IS nichts mehr freuen, als wenn wir hier auch anfangen, unsere rechtsstaatlichen Standards, Grundrechte, Menschenrechte abzubauen, wenn hier im Land oder anderswo in Europa Menschen ineinander geraten, wenn Muslime unter Pauschalverdacht gestellt werden, wenn Bevölkerungsgruppen einander bekämpfen, weil der eine einer Religionsgruppe zugehört und der andere einer anderen. Genau diesen Gefallen sollten wir diesen Terroristen nicht machen. Und es war hier mehrfach von einem Schulterschluss die Rede. Wenn dieser Schulterschluss meint, dass alle in unserer Gesellschaft über Glaubensbekenntnisse hinweg, über Abstammungen, Muttersprachen hinweg, gemeinsam sowohl gegen Extremismus und Terrorismus als auch gegen Rassismus und Diskriminierung Schulter an Schulter ankämpfen, dann bin ich sehr wohl für diesen Schulterschluss und begrüße ihn. Denn es kann nicht sein, und leider haben wir vermehrt Fälle, wo unschuldige Menschen, nur weil sie zum Beispiel ein Kopftuch tragen, auf der Straße angespuckt werden, tätlich attackiert werden, beschimpft werden, nur weil zum Beispiel durch das Kopftuch ihr Glaubensbekenntnis sichtbar ist. Das kann es selbstverständlich nicht sein. Und es kann nicht sein, dass Jugendliche aus dieser Gesellschaft radikalisiert werden gegen diese Gesellschaft, gegen demokratische Grundregeln und gegen einen demokratischen Staat. Und ich begrüße es auch ausdrücklich, dass mehrere Redner und Rednerinnen hier betont haben, dass nicht nur strafrechtliche Verfolgung die Lösung sein kann, sondern dass wir mindestens genauso sehr präventive Maßnahmen brauchen. Und die Vorschläge und die Aufforderungen von Regierungsfraktionen ernst nehmend, hier zusammenzuarbeiten, hier Vorschläge zu machen, möchte ich auch noch einmal unterstreichen, dass wir ganz, ganz dringend eine Anlaufstelle und eine Beratungsstelle brauchen für Angehörige von Radikalisierten oder von Menschen, die sich potenziell radikalisieren können, wo Angehörige Zeichen dafür feststellen, damit weitere Radikalisierung verhindert wird. Wenn uns das nämlich nicht gelingt, dann haben wir die Situation,
dass wir die bereits Radikalisierten mit dem Strafrecht verfolgen und währenddessen radikalisieren sich weitere Menschen. Und hier ist unser Vorschlag klar, aber ich unterstreiche ihn noch einmal, so eine Anlaufstelle, so eine Beratungsstelle, so eine Hotline sollte möglichst nicht bei der Polizei angesiedelt sein, denn sie sollte möglichst niederschwellig sein, um die Angehörigen, die Bekannten auch ansprechen zu können, abholen zu können, um Beratung stattfinden kann, um gegen Radikalisierung vorzugehen. Und ein letztes, weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Herr Minister, Sie haben auch angesprochen, dass es möglich ist, Menschen Perspektiven aufzuzeigen. Das unterstreiche ich sehr, das unterstütze ich sehr. Und es liegt nun an der Regierung, es nicht nur bei schönen Reden bewenden zu lassen, sondern wirklich für Chancengleichheit im Bildungssystem aufzutreten. Wir haben noch immer den Vorschlag der Regierung auf dem Tisch liegen, eigene Migrantenklassen, Parallelklassen zu schaffen. Das ist genau das Gegenteil von Inklusion und von Abholen und Zugehörigkeitsgefühl. Lassen wir nicht zu, dass Kinder in Parallelklassen abgeschoben werden. Lassen wir nicht zu, dass Migrantenkinder in Sonderschulen abgeschoben werden. Sorgen wir für Chancengleichheit und Gerechtigkeit auch am Arbeitsmarkt. Denn mit diesen Maßnahmen signalisieren wir Jugendlichen, ja, ihr gehört hierher, das ist eure Gesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass ihr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werdet. Und das wäre ein ganz effektiver und wirksamer Weg, den Rattenfängern, den Terroristen und den Anwerbern des Terrorismus den Boden zu entziehen. Ich appelliere noch einmal an die Bundesregierung, werden Sie hier aktiv, ergreifen Sie echte Maßnahmen für Prävention und für Chancengleichheit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es kann nicht sein, dass Jugendliche radikalisiert werden gegen den Rechtsstaat und gegen die Demokratie. Deshalb begrüßt Corum den von der ÖVP geforderten Schulterschluss aller gesellschaftspolitischen Kräfte.